Kommentare. Fazieburg. Auto Armin T. Lila. Schließen. Feedback. Schließen. Weitere. Schließen. Hellseher ist er schon mal nicht. Ein Video von Wolfgang Barrow, bekannt als Jo gerne aus GZSZ, geht mit 10 Monaten Verspätung viral und sorgt für Lacher. Ein Video von GZSZ-Star Wolfgang Barrow, alias Jo gerne, sorgt mit Verspätung für Lacher. Er schaute an Silvester voller Optimismus ins Jahr 2020. Jetzt geht es mit gut 10 Monaten Verspätung viral. Berlin, Wolfgang Barrow, 60, kann sich guten Gewissens deutsche Serienlegende nennen. Dank seiner Rolle als Jo gerne im RTL Dauerbrenner gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ. In der Soap ist Barrow ein echter Fiesling, privat wohl ein echt netter Zeitgenosse. Zumindest wirkt es so, wenn man ihn bei Auftritten sieht oder auch bei Instagram, wo er unter anderem seinen Besuch bei Andrea Berg dokumentierte. Auch am 31. Dezember 2019 hat er es wirklich gut gemeint, als er sich in einem Naturvideo prächtig gelaunt an seine Follower wandte. Hallo ihr Lieben, spricht er in die Kamera. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in ein gesundes, glückliches 2020. Wir sehen uns dann in den goldenen 20er Jahren wieder. Bis dann. Dazu ist ein Herzchen 2020 zu sehen. Der grenzenlose Optimismus, die überdrahte Stimme, all das wirkte an Silvester 2019 wohl noch gar nicht so ungewöhnlich. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Ich wünsche allen Menschen ein gesundes und glückliches 2020. Lasst uns die neuen 20er Jahre mit Freude, Toleranz, Nächstenliebe und gemeinsamen Schritten beginnen. Ein Beitrag geteilt von Wolfgang Barrow, @wolfgang_barrow, am D31/2019 um 4.45 Uhr PST. Doch es kam anders. Der Start in die 20er Jahre wurde alles andere als golden, sondern von der Corona-Pandemie geprägt. Vor dem Hintergrund hat sich nun ein Twitter-Nutzer an den alten Instagram-Clip des GZSZ-Stars erinnert und ihn am 4. November erneut gepostet. Mit dem Kommentar: Das Video wird mit jedem Tag besser, das Video wird mit jedem Tag besser. peak.twitter.com/migolrobitzki@migolrosa, November 4, 2020. Rund 2000 Likes, Stand 6.11 Uhr, 10.20 Uhr und eine Aufnahme in die Twitter-Wellen Top 10 des Tages waren die Folge. So ein bisschen geht das Video auch viral, mehr als 200 Mal wurde es retweetet. Und sorgt für spöttische Kommentare. Also war es Jo gerne, dem wir die ganze Scheiße zu verdanken haben, also Hellseher ist er schon mal nicht und Jo steckt also dahinter. Hätte man ahnen können, schreiben die Twitter-Nutzer. Das in dem Kontext sehr skurril wirkende Video bringt viele zum Lachen. Die ganze Kackstimmung des Tages ist dahin. Danke Tier. Verneigt sich ein Nutzer vor dem Twitterer, der den Clip ausgegraben hat. Das Schöne ist, Humor, Optimismus und die Aussicht, dass die Corona-Pandemie irgendwann vorbei sein wird, hilft so vielen, durch die Zeit zu kommen. Wenn die Krise sie zu sehr runterzieht, so erhalten sie sich laut einer Expertin die Zuversicht. Rubrik Listenbild. Screenshot Wolfgang Barrow Instagram.